Hallo und herzlich willkommen, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Rome 2 Total War. Ich bin der Tante Günner, aka Günther Shadow, und spiele heute gegen den... General Pilophas, hallo. Ja, mein verehrter und geschätzter Feind, der im letzten Teil den Garamanten auf den Sack gegeben hat. Und ja, mal gucken, wie lange die sich noch gegen dich behaupten können, ne? Also, das sieht ja jetzt für die nicht mehr ganz so gut aus. Und du konntest dich auch noch in Spanien einem möglichen Angriff entziehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, habe ich gerade gemacht, habe mich zurückgezogen vor der Armee der Vivisca. Ist auch eine Full-Stack-Armee mit ganz vielen Steinschleudern und freien Heerbannern. Ist halt jetzt nicht die heftige Armee, kann man gut besiegen eigentlich. Ja. Habe mich aber trotzdem jetzt erstmal zurückgezogen. Um meine beiden Armeen kombiniert einsetzen zu können. Hm. Genau, jetzt habe ich halt das Problem, die Armee ist im Moment zur See unterwegs. Das heißt, ich müsste auch meine Armee zur See schicken. Und da haben sie dann Vorteil, ja, weil sie halt 20 sind und meine sind nur, ja, 11. Ne? Hm. Ein Problem. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal. Und schaue mich mal woanders um. Und schau mal, was bei den Garamanten los ist. Was wir mit denen so anstellen könnten. Und da sehe ich dann auch, dass ich jetzt erstmal eine normale Stellung auswählen möchte. Bereit zum Kampf. So, und dann könnte ich einen Angriff starten auf die Garamanten, wenn ich das richtig sehe. Ah, ganz knapp wahrscheinlich nicht, oder wie ist das? Ganz knapp wahrscheinlich nicht. Ah, das ist echt knapp. Der steht, glaube ich, einen Millimeter mit seiner Fußsohle nicht mehr im Einzugsbereich, sodass ich keine Verstärkung bekommen würde. Also ist der rote Bereich ist doch der, wo man noch Verstärkung kriegt, oder? Genau, ja. Aber das wird ja auch mit so einem Pfeil angezeigt, ne? Ah, ja, doch. Ich würde Verstärkung bekommen. Steht an dem Pfeil zumindest. Wenn man dem Pfeil glaubt, dann ist das so. Ich speichere mal. Mhm. Und dann hauen wir die weg. Ohne Erbarmen. Ja, rein mit uns. Oh, da sieht's aber jetzt plötzlich ganz anders aus, ne? Möchtest du das spielen? Ja, zeig mal. Also ich spiele das Gefecht natürlich. Ach, da unten die. Ja, komm, also, oder? Die paar Hensken, hä? Ach, du meine Fresse. Ach, da ist ja, ja, da ist ja in der Tat, ja, da ist ja in der Tat was am Start. Ja, 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 ich meine, ich habe auch Pilos Zorn und Günthers Tod in die Schlacht geschickt. Da kannst du ja nur sterben. Das ist ja geil. Das ist ja geil, ja, ja. Ach, die Namen gefallen mir, die sind witzig. Naja, so einfallsreich sind sie nicht, aber ich finde, das wird gut für dich. Das wird eine Brückenschlacht. Heieiei. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Das ist eine Furt, glaube ich. Das ist noch nicht mal eine Brücke irgendwo, oder? Doch, doch. Das ist doch, Brücke. Da ist die Brücke. Ah, ja. Aha. Ah, aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass es auch noch eine Furt gibt. Hm. Bitte, bitte. Das ist doch mal elefantös. So. Ich habe das auch. Mal sehen. Ich habe ja auch gar nicht gewusst, dass es da eine Furt gibt. Das war einfach nur geraten, so mehr oder weniger. Ich sehe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in Rome 2 eine Brücke. Muss ich gleich mal alles inspizieren. Hm. Ich hatte noch nie ein Gefecht mit Brücke bisher. In Rome 2. Okay, okay. Mein Cäsar hat ja irgendwie seitenlang nur darüber geschrieben, wie sie die Brücken aufgebaut haben. Hm. Nur natürlich, um dann in einem Satz zu erwähnen, dass, ach ja, sie haben übrigens den Krieg dann verloren. Aber davor erstmal 5 Kapitel über Brücken. Aber die Senatoren alle schon eingeschlafen sind, wenn sie das lesen. Ah, ja, okay. Das ist natürlich strategisch clever gemacht, ne? Ja, ja, der war ja so einer. Immer von sich in der dritten Person geschrieben, etc. Ne? Hm. Alle Tricks genutzt. Wir haben auch letztens erst wieder mal Geschichte, nee, in Latein, mal wieder sein Cäsars Wahlkampf behandelt. Oha. Der hat sich ja verschuldet, also war ja sowieso üblich damals, weil sonst konntest du ja eigentlich keinen Wahlkampf gewinnen. Ja. Aber hat sich verschuldet bis über beide Ohren. Der hätte sich, also der hat angeblich seiner Mutter gesagt, entweder komme ich heute als Wahlsieger nach Hause oder gar nicht. Ne, weil, ja, also der wäre ruiniert gewesen, der wäre am Ende gewesen, ja, hätte das verloren. Ja, das war ja durchaus üblich, dass sich also dass sich der römische Adel finanziell ruiniert hat.
um in ein politisches Amt zu kommen. Also zum Beispiel, es gibt auch diese ganz bekannte Rede von Cicero gegen Verres, Cicero ja, genau. In Verrem. Und der Verres, der war auch so einer, der sich also bis über beide Ohren verschuldet hat, um über Sizilien die Verwaltung ausüben zu können. Und es war dann halt natürlich so, dass die Leute irgendwie das Geld wieder reinbringen mussten und haben natürlich dann versucht, alles halt aus der Provinz rauszuquetschen, was irgendwie rauszuholen war. Und das wurde dann natürlich dem Verres angelastet, dem man halt vorgeworfen hat, er würde halt die öffentliche Ordnung in der Provinz korrumpieren und sich da verhalten wie ein Schwein, ja, und das muss man natürlich einfach im Kontext sehen, ne, also, ja. Klar, klar, war ja Usus damals, hat der Cäsar genauso gemacht, muss man ja sagen, ne? Ja. Also ist ja nicht so, als hätte der hier niemanden ausgebeutet. Ja. Musste ja auch seine ganzen Schulden erstmal wieder reinholen. Ja. Vielleicht auch ein Mitgrund, warum er so lange dann auch seinen Posten behalten wollte, denn das war ja so eigentlich der Streitgrund, der ursprüngliche. Ja, ja, so, genau. So, wer gewinnt jetzt dieses Gefecht? Ich bin gespannt. Wie ihr befehlt! Ja, die Elefanten können ganz schön schnell rennen, ne? Ja. Also, es sieht auch echt cool aus, wenn sie nicht mit den Beinen nicht hinterherkommen würden. Also, sie gleiten über den Boden eigentlich. Ja, ja. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Da hat er mich in die Falle gelockt. Nein! Schnell weg. Er hat's versucht. Ja, er hat's versucht. Ja, ich hab's natürlich rechtzeitig bemerkt, natürlich. Meinem Genius kann man einfach nichts entgegensetzen. So. Ja, und? Ich weiß noch nicht so genau, wie das da alles passieren soll, wird und kann und so weiter. Oh, shit, na, da chargt er aber jetzt gut rein. Na, ich hab mir schon gedacht, du beschäftigst dich mit was anderem. Mhm. Oh, perfekter Moment zum Chargen natürlich hier ausgesucht. Mhm. So. Jetzt wird's interessant. Ja. Jetzt gebe ich mal meinen Truppen noch ein bisschen Motivation. Beziehungsweise ja? Du demotivierst erstmal meinen, ne? Auch das natürlich, mit Brandsalben und allem, was dazugehört. Dann renne ich noch mit der Kaff hinten rein. Mein General fällt sich einen ab gegen deine Kite-Truppen. Also meinen Elefantengeneral. Mhm. So, meinen Gen lasse ich jetzt, also meinen Hannibal, lasse ich jetzt mal im Kampf. Der soll da ruhig mal weitermachen. Ah, schade, ich habe gehofft, ich kann deinen Elefanten wenigstens noch in die Raserei treiben. Nix da. Keine Chance. So weit lasse ich es nicht kommen. Der Elefant hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan, darf sich jetzt erstmal auf die andere Seite des Flusses zurückziehen. Und dann werde ich halt versuchen, dir beizukommen, indem ich meinen General schicke. Ich meine, der hat halt eine super Panzerung. Ja, ja. Und ist auch nicht so anfällig, deshalb wird das... Also ich sag halt mal, du kannst gerne kiten, ich würde es auch machen wahrscheinlich, aber du wirst es nicht schaffen, weil die Panzer nicht so gut ist. Nee. So, und zack, tot sind sie alle. Und nächster. Die flüchten schon. 3 Leute stehen nochmal auf hier. Ich möchte die natürlich alle nochmal zu Ende jagen. Hast du überhaupt einen Elefant verloren? Nee, ne? Hab ich nicht, nee. Ach.
Das ist halt so, wenn welche sterben, sterben gleich alle, ne? Ja. Meistens. Boah. Das kann ich eigentlich. Ja, wobei die eine Einheit hat noch zu viele. Machen wir das auf schnelle Geschwindigkeit. Ja. Es sind nämlich noch Herbandsperrkämpfer mit 47 Mann. Das die solltest du dann schon erwischen, ja. Yay! Es bringt natürlich auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte für den Gen. Wenn er so viel Kills macht. Deshalb. Das ist in der Tat wichtig, ja. Aber man sieht auf der Minimap halt auch nicht mehr, wo die Einheiten fliehen, ne? Es ist zum Beispiel jetzt, in dem Fall ist diese Sichtsache ja, dann ein Nachteil. Ja, das stimmt. Oh nein, ich hab verloren, Mann, ey. Oh, das war knapp. Tut mir leid. Ich hätte es vielleicht noch schaffen können, dass dein Gen Amok läuft, aber naja. Also die Hälfte meiner Tode waren Teamkills. Immerhin, also ich habe noch, dafür, dass ich 4-1 unterlegen war, habe ich noch ganz gut und Verluste verursacht. 67 Mann immerhin. Rede dir das ruhig ein. Du hast nur 30 Kills gemacht, den Rest haben meine Levers besorgt oder wie auch immer die hier heißen mögen. Oh, der Gen hat überlebt. Libysche Speerkämpfer. Oh, so ein Mist. Ja, Gefangene töten natürlich. Ah doch, ich habe jetzt Yami abgemurkst. Also der Gen macht da nichts mehr. So, Garamantenrebellion niedergeschlagen jetzt. Nice. Vielleicht einfach nur, weil wir ja uns ja auch irgendwie koordinieren müssen. Gehst du jetzt auf mich oder nicht, dann würde ich meine Armeen schön zusammenziehen. Oder soll ich nochmal auf die Garamanten latschen? Hä, bitte nochmal wie? Greifst du mich jetzt an oder dann würde ich meine Armeen zusammenlegen bei Makomades? Oder möchtest du dich noch um Seleukiden, Pipapo kümmern? Dann gehe ich noch schnell zu den Garamanten und erober deren Städte. Ich verstehe gerade nicht. Spiel doch einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Also, ich dachte, wir. Sind wir schon im Krieg? Nee, noch nicht, ne? Oder willst du jetzt, willst du jetzt die Entscheidung suchen, dass wir gegeneinander kämpfen? Ich will keine Entscheidung suchen. Ich dachte nur, weil du vorhin gemeint hattest, so am Überlegen, ich könnte jetzt natürlich auch nach Makomades latschen, aber das wäre etwas fies. Ach so, ja. Aber ich gemeint, jetzt kannst du, wenn du willst. Um Gottes Willen, nee, mach mal einfach weiter. Mach man einfach weiter wie bisher. Also, hey. Es gab ja, also sagen wir mal so, ne, es gab ja immer das Gespräch von wegen der Günner soll den Pilo direkt angreifen und knüppelt euch doch direkt von Anfang an, was ich ja für strategischen Schwachsinn halte, weil wenn ich jetzt halt mich mit dir prügle, dann fallen mir die Seleukiden in den Rücken, ne? Also sowas in etwa, ne? Also da will man ja natürlich erstmal seine Strategie entwickeln. Zumindest sehe ich das so. Und was wäre das jetzt, wenn wir mit Part 16, 17 aufhören würden? Das wäre doch irgendwie doof für ein Let's Play, oder? Ich weiß nicht. So ein paar Parts sollten wir irgendwie schon spielen. Klar, ich meine, also, es hört eh erst auf, wenn wir uns vollkommen erobert haben, ne? Ja. Also da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Also da haben, oder? Momentan machen wir ja noch ganz gute Handelsbeziehungen. Oder habe ich irgendein Territorium besetzt, was du unbedingt brauchst, oder? Einen Grund, mir den Krieg zu erklären? Sagen wir mal so. Ich meine, man sollte das ja schon begründen können. Brauche keinen Grund. Gut, gut. Ich habe hier keine Bevölkerung zum Überzeugen. Das ist noch nicht eingebaut in Total War. Ah. Der Grund steht im Titel, ergänzt. Ja, genau, das stimmt auch wieder. Okay, jetzt muss ich halt noch überlegen, was ich so erforsche jetzt als nächstes. Man sagte mir, Verwaltung wäre jetzt nicht so schlecht. Hm. Ja, aber ich habe keine Lust auf Verwaltung. Deshalb holen wir uns mal körperliche Konditionierung. Ja, und jetzt muss ich mich halt entscheiden, was mache ich jetzt? Also die Mauern von Bursa gehen jetzt mal nach Aase. Ja, können sich da mal regenerieren. Und unser lieber Margo, den können wir natürlich auch nach Aase schicken, ne? So theoretisch. Also nochmal kurz. Eine Armee senkt die Unzufriedenheit in einer Provinz, ist das so? Oder? Wenn sie in der Stadt ist, kann sie tatsächlich das senken, ja, tatsächlich. Dann latscht er jetzt nochmal nach Kaduba zurück. Also, alles wieder auf Anfang, Margo. Senkt mal hier die Unzufriedenheit. Ja, macht er auch. Wunderbar.
Gut. Ich kann aber nicht jede Stadt einzeln besteuern, oder? Nein, das geht nicht, nein. Schade. Ging ja in Rom 1. Das war zum Beispiel eine super Sache, um mit der Zufriedenheit klarzukommen. Aber nein, ich weiß nicht warum, Das aber es gibt's nicht. stimmt, ja. Also so einfach geht das hier nicht mehr. Tja. So, jetzt kann ich noch meinen General upgraden hier. Dem vergeben wir doch mal gleich mal wieder was auf Autorität und auf Moral. Ich bin ja so ein Moralfetischist. Geramanten haben einen Spion bei mir. Den kann ich aber nicht mit einer Armee angreifen, oder? Nee. Nee, Schön wär's. das geht leider nicht, ja. Das geht leider nicht. Also, das wird dich vielleicht interessieren. Ja. Auf Sizilien landen gerade die Spartaner. Mit einer Okay. interessanten Armee. Aha. Die wollen wohl Syrakus 1 auswischen, hoffe ich zumindest. Oder sie wollen Lilybaeon, das ja rebelliert hatte gegen mich und jetzt von Rebellen besetzt gehalten wird, erobern. Ja, das ist natürlich, das könnte natürlich ein Motiv bei den Spartanern sein. Ja, nur mir passt das schon. Also, weil ich habe gerne meine Satellitenstaaten auf Sizilien. Solange ich, weil auf Sizilien kann ich eh nichts Tolles bauen. Also, es bringt mir jetzt nicht so extrem viel. Dann sollen die sich da ruhig gegenseitig kloppen. Sobald einer da die Übermacht gewinnt, dann kann ich ja eingreifen wieder. Gut. Ja, gut, in Spanien habe ich dann auch schon getan, was getan werden musste. Wenn ich in einer Stadt, in zum Beispiel Hinterhalt gehe, Das siehst du ja, wenn du den Mauscursor über das Terrain bewegst, wie hoch deine Chancen auf einen erfolgreichen Hinterhalt sind, ne? Naja, also ich meine halt, wenn ich jetzt eine Stadt verteidigen will und ich weiß, nächste Runde kommt eine Armee, kann ich dann Hinterhalt aktivieren bei der Armee, die sich in der Stadt befindet und habe dann dadurch Vorteile? Wie hoch ist denn die Chance, dass das funktioniert bei dir? Wo steht denn das? Wenn du den Mauscursor über das Terrain bewegst, siehst du dann, wie hoch deine Chancen auf einen Hinterhalt sind. Na, ich kann Hinterhalt im Moment gar nicht auswählen. Wahrscheinlich sind die in der Stadt, sind die Chancen auf einen Hinterhalt gleich null, wenn dir gar nichts Ja, angezeigt wird. Dann ich kann bringt das das gar auch nicht nichts, anzeigen. die, ja, dann bringt das auch nichts. Also dann kannst du da auch nichts machen. Ah, okay, hier sehe ich es jetzt. Ja, nee, das geht gar nicht in der Stadt. Gehen wir wieder in die Stadt rein. Nach Arce. Könnte ich natürlich hier mal eine Einheit rekrutieren, so zur Abwechslung. Also ich probiere es jetzt mal aus mit der libyschen Infanterie, weil Hopliten habe ich ja jetzt schon. Schauen wir mal, was die Infanterie so reißen kann, meinst du nicht? Wessen Infanterie? Ja, die libysche Infanterie kostet mehr als die karthagischen Hopliten. Oh, krass. Hat auch wesentlich bessere Angriffswerte. Ich nehme mal einen davon. Gut. Jo, und ansonsten habe ich noch eine kleine Flotte zu bewegen und dann darfst du auch wieder. Ah, okay. Oh, ich habe Rhodos entdeckt. Du hast so viele Handelsbeziehungen übrigens. Das macht mich richtig fertig. Nur ein paar, nur ein Ja, paar. 4, 5. Was habe ich? 2. Ja gut, du hast auch ziemlich viele Kriege momentan, Das stimmt, ja. Deshalb habe ich auch kein Geld. ne? So eine Situation, die nicht nur mir, glaube ich, passiert ist. Haben auch ein paar andere Länder. Amerika, hust, hust. Wobei, da hat das ja nochmal andere Dinge. Spielen ja auch nochmal andere Dinge mit rein. So. Genau. Also in Karthago habe ich jetzt minus 99 und ein Wachstum von 0. Was sagst du dazu? Ich bin überall bei minus 99 und überall Ja, bei 0. das ist Überall, in jeder Stadt. lustig, ja. Soll das mal einer verstehen? So, ich könnte Ja. noch einen Streiter holen nachher. Mach ich vielleicht später mal. Mein Gut, Herr. bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? Bei 19 ungefähr. Okay.
Wir haben jetzt so viele lange Parts gemacht, wir können ja auch mal einen kürzeren machen, oder meinst du, die Zuschauer wollen jetzt 30, 40 Minuten Parts? Ich weiß nicht, also wir können den Part auch, hast du jetzt noch ein bisschen was zu tun oder so, sonst, oder bist du fertig, weil dann können wir den Part von mir aus jetzt auch beenden. Ich bin fertig, deshalb. Bist du fertig? Ja, dann gib doch. Runde einsteigen. Ja, dann mach einen Quick Save und dann steigen wir einfach gleich mit meiner Runde ein, ja. Okay. Also dann. Also nur wenn du damit einverstanden bist. Absolut, absolut. Der letzte Part war ja auch wieder deutlich länger, ne? Genau. Gut. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Pax Vobiscum, Valete. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.